so unfassbar süß. Meine Damen und Herren, jetzt gehe ich von der Bühne runter und ich gehe zu einem besonderen Platz, nämlich ich gehe da an die Seite her zum Tresen und da sitzt ein lieber Freund und Kollege, der Michi Seiler. Aber zum einen möchte ich darauf hinweisen, dass es hier ein extra Eck gibt, deswegen, weil hier eine andere Kunstform stattfindet. Neben mir machen wir so diese Poetry-Ecke, ein bisschen lesen, ein bisschen Geschichten erzählen. Und drüber haben sie ein schönes Schild angebracht und das ist die Schwabinger Schaumschläger-Tafel. Und zwar deswegen, weil der Michi Seiler, der hier schon sitzt, einer der Mitglieder ist von der Schwabinger Schaumschläger-Show, einer Lesebühne hier im Vereinsheim, jeden Sonntagabend. Über 200 Mal hat es sie schon gegeben. Und Michi, erstmal, wie geht's dir? Mir geht's gut, weil jetzt hast du ja gesagt, dass ich nicht hier sitzen muss, weil das Konzept ist, dass die jungen Künstler auf die Bühne und dann sagst du, die Alten, die wollen immer stehen können, die hocken wir da ins Ecken rein. Nein, deswegen ist es ja so, weil du hockst eigentlich immer da. Wenn du nicht auftrittst, sitzt du eigentlich eh immer da. Das ist nicht ganz unrichtig. Aber normal tun sie da kein Mikrofon hin. Das stimmt, das heißt ja meistens besser, dass da kein Mikrofon steht, sagen wir mal so. Gut, meine Damen und Herren, Michi Seiler ist der Autor einer Serie, die ich persönlich sehr liebe, und zwar der Schwabinger Krawall. Da gibt es schon 3 Bände. Und heute hat er eine Geschichte mitgebracht, die gar keine Geschichte ist, sondern ein Theaterstück, das habe ich mir gewünscht. Und deshalb wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit Michi Seiler und einem Theaterstück zum Vorlesen. Dankeschön. Das Theaterstück trägt den Titel Der Bub und ich lese kurz die Regieanweisung am Anfang vor, weil das vielleicht ganz interessant ist. Gelesen werden sollte so schnell wie verständlich möglich. Das Tempo kann sich im Verlauf des Lesens noch steigern. Die Personenbezeichnungen und Regieanweisungen werden mitgelesen. Die Personen sind Vater, Mutter und Sohn. Der Sohn ist 9 Jahre alt. Hat da einer auch gesagt? Ist es zu alt? Soll ich ihn jünger machen? Also ihr könnt euch ja vorstellen, dass er 8,5 ist. Er wird dann im April oder im Mai oder irgendwann wird er 9. Vater, kommt mit einer Kiste zur Wohnungstür herein. Schau, Erna, schau, was ich da hab. Mutter, was hast denn da? Vater, darum sag ich ja, du sollst schauen, damit du es siehst. Er stellt die Kiste auf den Tisch, macht sie auf und zieht einen riesigen Haufen Packpapier nebst einer winzig kleinen Videokamera heraus. Mutter, das ist alles? Vater, ja, was meinst denn du? Je kleiner die sind, desto größer ist der Preis. Mutter, entsetzt, ja, hast du die gekauft? Vater, nein, woher? Die gehört dem Riedinger Alois und ich habe sie mir nur auf ein paar Tage ausgeliehen, damit wir mal was aufnehmen können. Mutter, aufnehmen? Ja, was denn? Vater, uns aufnehmen. Mich, dich, den Bub. Bis jetzt haben wir ja gar keinen Film von uns. Mutter, für was brauchen wir denn einen Film von uns? Vater, das ist doch wohl völlig klar, dass man sich selber auch einmal anschauen will. Mutter, da kann ich auch in den Spiegel schauen. Vater, da siehst aber nur, wie du jetzt gerade aussiehst. Ein Spiegel für gestern oder letztes Jahr gibt's ja nicht. Mutter, für was auch? Vater, ja, Herrgott, damit man eben ein Andenken hat. Willst du mir jetzt die Kamera mit Gewalt madig machen? Mutter, naja, meinetwegen. Vater, zum Beispiel können wir auch einen Film vom Buben aufnehmen und der Oma schicken, wo sie doch den Buben so gern hat. Mutter, aber Videorekorder hat sie keinen. Vater, den kann man sich ausleihen. Mutter, da hast recht, aber was soll denn dann der Bub tun in dem Film? Vater, er kann ja sagen, was du hier siehst, haben wir für dich aufgenommen. Mutter, wenn, dann muss er schon liebe Oma sagen. Vater, also, was du hier siehst, liebe Oma, haben wir für dich aufgenommen. Mutter, aber das siehst ja eh, dass wir das aufgenommen haben, sonst wäre ja auf dem Band gar nichts drauf. Vater, er kann ja auch sagen, liebe Oma, viele Grüße. Mutter, das ist aber sehr kurz, da kann sie ja kaum richtig hinschauen, bis es wieder vorbei ist. Vater, dann sagt er, liebe Oma, wir haben diesen Film aufgenommen, damit wir dir viele Grüße schicken. Mutter, weil wir uns ja so selten sehen. Vater, genau, hol einmal den Bub. Mutter schreit, Bub! Bub aus dem Off. Na! Mutter, ich glaube, er macht gerade Hausaufgaben, da kann er jetzt nicht weg. Vater, dann gehen wir rüber. Sie gehen ins Zimmer des Buben. Mutter, tust schön Hausaufgaben machen, Bub. Na, Mickey Maus lesen. Vater, was? Du spinnst wohl. Für was zahlen wir dann das teure Schulgeld? Mutter, du zahlst ja gar kein Schulgeld. Vater, aber wenn wir eins bezahlen täten, dann wär's zum Fenster hinausgeworfen, wenn der Bub dann hier sitzt und Mist liest. Mutter, reg dich nicht auf, mach lieber den Film. Vater, ja. Also, Bub, du schaust jetzt in die Kamera und sagst zur Oma, liebe Oma, diesen Film haben wir dir aufgenommen, damit wir dir viele Grüße schicken. Mutter, weil wir uns so selten sehen. Vater, was? Mutter, ja, der Rest von dem Text halt. Vater, genau. Das sagst du jetzt in die Kamera, wenn ich sag. Mutter, du hast es doch schon gesagt. Vater, nein, wenn ich sag, dass er sagen soll, was ich gesagt hab. Bub, was hast denn gesagt? Vater, Herrgott, der bringt mich ganz durcheinander. Dass wir diesen Film aufgenommen haben, damit wir der Oma viele Grüße schicken, weil wir uns ja so selten sehen. Bub, ich war doch erst vorgestern bei der Oma. Vater, aber überhaupt, insgesamt. Ich meine, bis die den Film kriegt, dabei hast du sie ja schon wieder ewig lang nicht gesehen. Mutter, schöner wär's aber schon, wenn wir auch mit drauf wären. Vater, ja, stimmt.
Vielleicht stelle ich die Kamera irgendwo hin und dann sagen wir alle drei was zur Oma. Mutter, musst das aber hochstellen, damit nicht wieder die Köpfe weg sind wie bei den Fotos aus Jesolo. Vater, die hast ja du gemacht. Mutter, das ist ja ganz gleich, wer die gemacht hat, aber Köpfe müssen drauf sein. Der Vater nimmt die Schul- und Mickey-Maus-Hefte, stapelt sie und legt die Kamera oben drauf. Vater, so, das müsst gehen, jetzt schalte ich's an und dann sagen wir den Text. Er drückt auf den Knopf, stellt sich neben Mutter und Bub. Mutter und Vater grinsen gequält, die Kamera rutscht von dem Heftestapel, fällt zu Boden, wobei der Deckel abspringt. Mutter, um Gottes Willen, Vater, Scheißdreck, aber jetzt wissen wir wenigstens, dass gar kein Film drin war. Bub, Mama, darf ich mir ein Limo holen? Vater, der holt sich jetzt kein Limo, solange der Film nicht aufgenommen ist. Mutter, das ist aber auch nichts, wenn er dann ganz verdurstet ausschaut. Was denkt denn die Oma da? Holst dir halt ein Limo. Bub, ab. Vater, was für eine Kassette nehmen wir denn jetzt da? Die mit dem Kantenstadel, die Sissi, ein Mann sieht rot oder die Rede vom Strauß? Mutter, dann nimm halt den Strauß, der ist doch sowieso schon gestorben. Vater, genau. Wo ist denn jetzt der Bub? Mutter, wahrscheinlich noch in der Küche. Sie geht hinaus, kommt sofort mit dem Buben wieder hereingestürzt. Jesus, Papa, jetzt hat der Bub dein ganzes Bier austrunken. Vater, was? Was? Bub lallt, wenn kein Limo da war. Vater, wenn kein Limo da war. Und nächstes Mal trinkst du dann ein Petroleum, wenn kein Bier da ist. Du Hoppadatti. Mutter jämmerlich, was machen wir denn jetzt? Vater, ja, einen Film halt, was sonst? Mutter, mit dem besoffenen Bub, da wird die Oma schauen. Vater, das merkt die gar nicht, die sieht sowieso nicht mehr so gut. Bub, dann nehmt's halt den Hansi statt mir, der schaut fast so aus wie ich. Mutter, jetzt kriegst du dann eine Watschen. Vater, ja, damit ihm das Gesicht auch noch zuschwillt. Damit die Oma denkt, dass wir alle miteinander den Mumps haben. Dass sie denkt, wir schlagen den Buben so, dass er ganz damisch und angeschwollen ist. Mutter, hättest du nicht die depperte Kamera dahergebracht, dann wäre gar nichts passiert. Vater brüllt, das ist ein Spitzenmodell und keine depperte Kamera. Und vielleicht kann man in diesem Haus außer Fressen und Scheißen auch einmal eine Idee haben. Mutter schreit, ja, aber nicht so eine blöde. Vater, dann soll halt der Drecksbur der Oma eine Postkarte schreiben, wenn sie alle miteinander zu verdrottelt seid. Herrgott Sakrament, dir mache ich noch einmal eine Freude. Mutter heult, ja, da bin ich gespannt. Bub, was ist denn eigentlich mit der Oma, dass ich ihr auf einmal was schicken muss? Vater außer sich, halt dein Maul, das verstehst du nicht. Mir reicht's, ich trinke jetzt ein Bier. Mutter, ist doch keins mehr da. Vater schweigt, erst verblüfft, brüllt dann, ja, wenn, dann muss ich, dann geht dann halt dann der Herrgott Sakrament. Der Vater will aus dem Zimmer stürzen, steigt dabei auf die Kamera, die ein knackendes Geräusch von sich gibt. Mutter, jetzt hast du's! Ja, jetzt ist wenigstens alles zu spät. Bub, ich glaube, ich habe den Tosen gemacht. Vater, ich auch. Dankeschön. Michi Seiler. Vielen Dank. Mit einem super Theaterstück. Da gibt es einige davon. Kommen Sie vorbei in die Schwabinger Schaumschläger, so, dann kriegen Sie mehr davon.